Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Lifeless Planet. Jawohl, wir haben die letzte Information bekommen. Das Rückreiseportal, wahrscheinlich hinter diesem Berg, ist ein Portal in eine ungewisse Jahrhunderte entfernte Zukunft. Beide Portale, das Hinreise- und das Rückreiseportal, sind nicht synchron, beziehungsweise die Synchronität der Welten ist nicht gegeben. Eine Woche auf diesem Planeten sind ein Monat oder mehr auf der Erde. Und nachdem der Planet langsam starb, hat sich das immer mehr und mehr auseinander gerissen. Es ist immer mehr und mehr Zeit vergangen auf der Erde, während hier vielleicht nur wenige Minuten vergangen sind. Ist auf der Erde ein Jahr oder noch mehr vergangen. Und wir werden wahrscheinlich jetzt das sehen, was viele, viele gesehen haben, als sie in das Rückreiseportal sahen. Ich vermute es, denn hier wurde die Musik immer lauter. Dort ist es. Dort ist unser Portal. In eine Welt, die es nicht gibt für uns, weil sie weit, 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 da ist unsere Freundin, glaube ich, in der Zukunft liegt, dort hinten. Portal und Monster. Beide vereint. Es ist eine riesige Felswand dort hinten zu sehen. Was wird uns jetzt passieren? Wird man uns die Frage der Fragen stellen? Bist du dir sicher, diesen Planeten verlassen zu wollen? Oh nein, es ist nicht nur ein Monster, es sind viele Monster. Sie sind erwacht. Erwacht aus der langsam wieder entstehenden Welt. Man kann Dinge tatsächlich erkennen. Es ist wirklich wahr, man sieht Dinge in diesem Portal. Schemenhaft. Aber dort ist etwas. Und ich glaube, ich weiß, was uns dort erwarten wird. Wir haben diesen Planeten vernichtet. Also wir Menschen. Wir haben diesen Planeten hier vernichtet. Dieser Planet hat wahrscheinlich Tausch unsere Erde vernichtet. Ich tippe darauf. Wir werden es gleich sehen. Ich bin mir ziemlich sicher, was wir diesem Planeten angetan haben. Er hat es uns millionenfach heimgezahlt. Es ist reine Zukunft. Es ist schon eine Zukunft, aber es ist keine normale Zukunft. Es ist die Zukunft, die wir uns selbst geschaffen haben. Dort. Häuser, Strukturen. Es ist etwas dort zu sehen, das ist richtig. Dort ist etwas. Sieht aus wie Häuser. Wir werden beobachtet. Es sieht aus wie Häuser. Ich glaube, wir können nichts hier tun. Oh, sieh an, hier überall. Das sind keine Häuser.
Doch. Es ist schwer. Es ist sehr, sehr schwer. Was tun wir? Laufen wir hinein? Oder bleiben wir hier? Dieses Portal. Laufen hinein. Lass uns die Zukunft sehen. As I understand, you've kept your wife on life support. It sounds like you haven't been able to let her go. Actually, I did it for her. I want to give her every chance to live again. Even if I'm not here. Ach, guck es dir doch an. Grünes Moos. Portalsteine. Ja, es ist nicht mehr unsere Welt. Nein. Es ist nicht mehr unsere Welt. Diese Welt. Dort. Man sieht es. Es ist nicht unsere Welt. Ja, und das war Lifeless Planet von David Bort. Tja, das Ding ist wirklich ein Ein-Mann-Betrieb gewesen. Es hat alles David Bort gemacht. Und Hut ab dafür, Hut ab dafür. Hier und da ein paar kleine, naja, sagen wir mal Fehlerchen, so was so Grafiken und solche Sachen betrifft. Da hätte man vielleicht dann doch jemanden zur Hilfe nehmen können. Aber ansonsten wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Ding. Sehr atmosphärisch, sehr düster. Und immer mit einem kleinen Augenzwinkern. Ja, oh, das sind aber viele Leute, die hier anscheinend dann getestet haben und so ein bisschen ihr Feedback dagelassen haben. Genau. Ach ja, und hier Kickstarter-Supporters. Weil das Projekt war einmal ein Kickstarter-Projekt und das sind also alles ja, Leute, die entsprechend das Ganze unterstützt haben. Das wird wahrscheinlich eine sehr, sehr lange Liste sein. Wie das in der Regel so ist bei größeren Kickstart-generierten Projekten. Oh ja, keinen von diesen Namen kann ich jetzt so auf Anhieb sagen. Kenne ich? Nope. Okay, das war's. Ja, okay. What do you miss most about Earth? Well, my wife, first of all, and Earth itself, all of it. She saw the beauty of this planet long before I did. You truly loved her. Of course. And if you lose someone you love, even 20 light years probably isn't enough distance to make you stop missing them. Wurde nochmal ausgerichtet. Ja, und wir sind hier am Ladestartbildschirm. So, ich hoffe, euch hat Lifeless Planet gefallen. Wir sehen uns in einem anderen, in einem neuen Let's Play hier auf diesem Kanal wieder. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt, welche Projekte da noch anstehen. Wie gesagt, mir hat Lifeless Planet richtig gut gefallen. Ich fand die Atmosphäre sehr interessant und für ein eigentlich Explorer-Spiel hat es schon seinen Reiz. Das ist natürlich nicht jedermanns Geschmack, das ist ganz klar. Aber wenn man sich einmal auf solche Spiele einlässt, dann haben sie eine ganz eigene Atmosphäre. Und ich kann eigentlich wirklich nur jedem empfehlen, seid nicht zu harsch mit solchen, mit dieser Art von Spielen. Versucht einfach mal, euch ein bisschen, naja, zurückzulehnen und die Atmosphäre zu genießen. Es kann und es
macht eigentlich sehr viel Spaß. Tja, und mit Spaß geht es, wie gesagt, in einem anderen Let's Play auf diesem Kanal auf jeden Fall weiter. Wann das sein wird, das steht jetzt momentan noch ein bisschen in den Sternen, beziehungsweise was es sein wird, das weiß ich noch nicht, aber du wirst das auf jeden Fall sehen beim nächsten Mal hier auf dem Kanal. So, und bis dahin sag ich in alter gewohnter Frische Tschüssi!